Lasst mal ganz kurz hier reingucken. YouTube-Kacke, da habe ich Bock drauf und dann... Warte, was war das Intro gerade? Ganz kurz. Was war das hier gerade? Schock TV Presents. Oh ja. Yeah. Alright. Alter, Rainer, was soll die Scheiße eben? Scheiß Hater. Drachenlord mit Stühlen auf Gorillas am Werfen im Kölner Zoo. Man kennt ihn. Berggorillas wecken Hoffnung. Doch was passiert, wenn deren Schwanz wächst, ihr Popoloch aber nicht? Oh, das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn der Schwanz der Gorillas wächst, ihr Arschloch aber nicht? Das ist eine sehr wichtige Frage, die der Wissenschaft auf jeden Fall nach wie vor heute Rätsel aufweist. Und ich denke mal, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man sich da frühzeitig drum kümmert, da eventuell eine Antwort drauf zu finden. Weil es natürlich wichtig ist, dass da schnellstmöglich geholfen wird. Wenn es zu eng wird, dann sind sie hart am Arsch. Mhm, das ist richtig. Wenn wir in 10 Jahren nicht reagieren, riskieren wir, dass es jetzt zu spät ist. Ja. Die letzten Berggorillas leben in nur 2 kleinen Gebieten im östlichen Afrika. Im Grenzgebiet zwischen Uganda, Kosovo und Ruanda. Nur rund 30 Kilometer nördlich von einem Puff. Man kennt es, Kosovo und Ruanda. Oh, Bro, ist das Blut? Der Pack heißt Pack, weil ich nicht Pack so groß. Ja, ja, Martha klar. Robbins ist auf dem Weg zur Muchisa-Gruppe. Alter, das klingt so, als ob ich niese. Muchisa. Gesundheit. Jeder Gorilla-Clan trägt den Namen seines Anführers, dem Silberarsch. Aha. Hier sind einige. Wenn wir kurz warten, laufen sie vorbei. This is very rare. Das ist selten. What the fuck? Das Was war das denn, Digga? Gorilla-Weibchen heißt Muccini. Gesundheit. Gorillas machen jeden Abend ein Nest aus Pflanzen. Scheint sein rein und schlafen ein. Aha. Das ist nur möglich, weil das möglich ist. Wenn eine Gruppe 10 Gorillas umfasst, finden wir vielleicht einen Schast. Wir haben sie heute Morgen gegen 8.30 Uhr entdeckt, als sie gerade oben in den Bäumen Kot gefressen haben. Hey, wieso machen das die Gorillas? Das war an der Stelle mal ganz kurz die Frage. Warum? Watch out, watch out, watch out, watch out! Here's the cover! Die Milf ist tot. Die Milf ist tot. What the fuck schaue ich mir hier schon wieder an, Alter? In Ruanda hat die Regierung Schulen, Straßen und Krankenhäuser per Gesetz verboten. Okay, ja, wird seinen Grund haben, oder? Danke, Merkel. Danke, Merkel. Hier sind wir, die Teenager. Junge, wenn das nicht der Thumbnail für das Video ist. Und er hat jetzt erst vor kurzem einen richtig auf die Mütze bekommen, als er einem der jungen Weibchen gefolgt ist und Memo, guck mal. Sich vielleicht sogar paaren wollte. Also guck mal, diese Aussage, ich finde die so asozial. Strato wollte Gorillaspuren rufen, aber ich gehe ihn suchen. Okay, perfekt. Ja. Gesundheit. Ja, echt interessantes Video, meine Freunde, Alter. Das war wirklich geil. Da können wir nochmal ganz kurz bei Kozart reinschauen. Das ist der größte Musiker der Welt. Kozart, man kennt ihn vielleicht. In der Musik wird der Kopf zutiefst fühlbar. Ist das ein fahrendes Klavier? Alles schwärmt von Kozart. Überall wünscht man sich Kozart. Liebster Vater, mein Kock wird heute täglich kommen. Schöne Damen wollen meinem Samen, wir nennen das Spiel Küssen. Mein Schatz, dass du nicht dabei warst. Es war spaßig. Mama.
Scheiß doch auf die. Möchtest du deinem Scheißleben ein Ende setzen? What the fuck? Scheiß doch auf den Scheiß. Da wüsste ich eine andere Lösung. Oh. Digga, was ist denn mit Mozart los? Maestro? Oh. Ah, der Kollege von Mois, ne? Könnten Sie vielleicht Constanze? Sie ist Ihnen ja so ergeben. Von hinten. Na gut, komm mit. What the fuck? Was schaue ich mir gerade an, Alter? Was geht denn jetzt da ab? Sex ein Albstück. Was passiert da? Und dann später. Bruder, was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen? Wer ist der Gegenstand, meine Liebe? Deine fette Mutter? Deine fette Mutter neigt dem Liköre zu. Deine fette Mutter neigt dem Liköre zu. Sie ist nicht schön, im Gegenteil. Sie ist hässlich. Aha. Ja. Deine Mutter ist fett, faul und grob. Und eine schlechte Person. Okay, Mozart, warum die Fronts? Wolfgang, ich möchte Sie schlagen. Okay. Und Sie könnten einen wertvollen Beitrag zum Fortschritt im Lande leisten. Mit einem Arschtritt. Wir sind die Träger der Aufklärung. Sex, Sex, Sex. Ich schlage vor, Mozart, dessen Ziel es ist, das Gute auf Erden vergewaltigen zu lassen, als Mitglied aufzunehmen. Mein Herr, mehr noch als Ihre schriftliche Erklärung birgt uns die Kenntnis Ihres niedrigen Charakters. Mein Freund, die Übel der Menschheit sind Ihr Trost. Was schaue ich mir hier gerade an, Alter? Alter, ich will mir das Leben nehmen. Dieser kleine Furz. So lächerlich witzig. Meine Freunde, wer von Ihnen kommt für mich? Kommen Sie, meine Herren, an die Arbeit. An die Arbeit. Digga, das ist einfach so schwach einfach. Jeder Schritt ein Pfürzchen, jede Drehung ein Münzer. Diese Zeit damals muss lit gewesen sein, Digga. Ist das auch so bei Ihnen? Liebster Vater, ich küsse mit aller Zärtlichkeit den väterlichen Schwanz. Ich musste alles, was nur immer gegen solch einen Schritt einzuwenden ist, nur zu gut einsehen. Aber ich kann nicht anders. Inzwischen. Ich bin hierher gekommen, um Sie ins Nichts zu stürzen, lieber Mozart. Ende. Studiengang Analdeus Kotbahn. Also. Bitte keine Fortsetzung davon, ich bin genug verstört, es reicht, Digga, es reicht.